So Leute, heute geht's ab zu Regio in Berlin. Evil Games gehen wir spielen. Spielt Telemans. Bestes Deck einfach, muss man ganz klar sagen. Ein Kumpel kommt mit, der spielt Flow One Release. Mal gucken, wie wir abschneiden werden. Ja, werdet ihr wahrscheinlich alles im Verlauf des Tages erleben, denn ich werde es mal vloggen. Ja, mein erster Vlog. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, ich würde sagen, schnappt euch nicht allzu lang und wir steigen direkt rein ins Auto. So, also ich stehe jetzt 1-1. Das erste habe ich verloren, weil ich zu schlecht bin mit meinen Schafflein. Ich bin Telemans. Habe da gegen, was war das, Predaplant, Branded, Bustils gespielt. Ich kenne mich halt da nicht aus, ne? Predaplant. Keine Ahnung, was die machen, wie man da irgendwie anketten muss, also was ich da reinschaffen soll und so weiter. Also er hat mich dann im Time OTK'd. Nicht OTK'd, er hat mir Damage gedrückt und so, dass ich verloren habe. Game 2 war auch gegen Tränklage. Da habe ich gewonnen, 2-0. Bin first gegangen, konnte halt mein ganzes Board etablieren. Er konnte nicht wirklich mithalten, das war aber auch so ein Shuffle-Ding, ey. Das hat so lange gedauert. Und Game 2 habe ich dann souverän nach Hause gebracht. Wir haben beide gebrickt. Ich habe aber nicht so doll gebrickt wie er, sodass ich mehr machen konnte. Ja, und jetzt warte ich auf Game 3. Das dauert hier schon echt extrem lange. Das mit der ganzen Anmeldung hat schon über eine Stunde gedauert. Oh Gott, Leute, ey, es ist schon so dunkel. So Leute, es ist mal alles drin. Ich bin gerade 2-0 gegangen, habe gewonnen, weil mein Gegner einen Game Loss hatte. Und das lag daran, weil er eine Karte nicht zurückgeschaffelt hat, also in seinen Main Deck holte und dadurch nur 39 Karten hatte. Die hat er aber gebraucht, das war so sein Combo Piece. Ja, und dadurch konnte er die halt nicht spielen und das ist ihm dann aufgefallen, da haben wir einen Judge gerufen. Ist halt ein bisschen doof, beim Local hätte ich es auch durchgelassen, aber bei einer Rego, ich will ja auch was erreichen. Ne? Und von daher. Ja, er war auch extrem fair, hat gesagt, ja gut, kann ich nichts viel machen, ist passiert und er hat das auch so akzeptiert, er hat gesagt, er hat auch den Judge gerufen, also er war da total fein mit. Ja, steht jetzt 2-1 und ist noch alles drin. Game 4 ist jetzt erst vorbei. Ist schon so dunkel draußen, wie ich jetzt hier mal an, also im Lager fast. Habe gewonnen gegen Wehenschrecken. Regenschrecken? Wehenschrecken? Irgendwie so. Erstes bin ich first gegangen, da konnte ich nichts machen. Zweites war. Ist er first gegangen und er hat mich gelockt in Rivalität mit Zombie World, konnte ich halt gar nichts machen. Und drittes ging ich halt wieder first und. Dann sind wir schon ein bisschen so, hatte ich schon ein bisschen Bammel, weil er ein bisschen langsam gespielt hat und ich unbedingt die Battleface noch wollte, weil ich könnte ihn halt gut interrupten, weil er nichts machen konnte. Ja, ging aber gut, von daher alles gut. So, fünfte Runde ist durch. Verloren gegen zweimal Dimensionsverschieber. Macht halt nichts, ne? Da hat er noch die Imperm gehabt, ich konnte auf Baguska legen. Zweimal die Imperm auf Baguska, er konnte voll aufspielen mit Sprite. Ja, von daher muss ich jetzt hoffen, dass ich noch was reißen kann. Aber ob das reicht, also ich stehe jetzt 3-2. Theoretisch kann ich mit 6-2 noch toppen. Aber ob das was wird, oh, weiß ich nicht.
So, ich habe wieder gewonnen und stehe jetzt 4-2. Theoretische Chancen habe ich immer noch, dass ich vielleicht doch toppe, deswegen bin ich noch hier. Aber es macht auch echt Spaß, die Leute sind cool. Da hinten sind sie alle. Oh, da seht ihr sie. Ist echt kalt draußen. Die Sonne geht auch bald wieder auf. Wir spielen einfach bis in die Nacht rein. Das ist krass. Wir haben einfach erst nach zwei Stunden angefangen. Richtig bescheuert. Das hat hier so lange gedauert. Aber na gut, so ist es halt. Der Tag ist dann so gut wie gelaufen. Ich komme dann nach Hause und werde wahrscheinlich schlafen gehen. Gut, aber noch habe ich zwei Duelle. Jo, meine Lieben, ich filme jetzt schon von zu Hause, weil es einfach viel zu spät wurde. Eigentlich wollten wir 12.30 Uhr anfangen. Dann haben wir, glaube ich, begonnen gegen 14.30 Uhr. Also ich glaube, zwei Stunden Verzug hatten wir schon, weil es irgendwie mit der Orga nicht so richtig geklappt hat. Fragt mich nicht. Keine Ahnung, warum das so lange gedauert hat. Viele haben sich aufgeregt. Viele sind auch aus Hamburg gekommen, aus Dresden, aus noch weiter weg. Viele von Junks Playground waren da. Einige von Joshua Schmidt wurden, wie gesagt, also von dem Team. Und noch ein anderes Team habe ich gesehen, das sagte mir aber gar nichts. Auf jeden Fall war diese Regio war sehr kompetitiv und die haben sich alle beschwert, dass das so nicht geklappt hat mit der Orga. Und kann ich auch verstehen, also wenn du nämlich um 12.30 Uhr denkst, du fängst an und dann geht es erst zwei Stunden später los, du wirst ja den Zug kriegen. Also das hat viele richtig abgefuckt. Ja, zum Glück kam ich aus Berlin, dass ich das Problem nicht habe. Oder ich komme ja immer noch aus Berlin. Ja. Auf jeden Fall, die Regio, die letzten Matches habe ich nicht mehr, oder das letzte Match, glaube ich nur, habe ich nicht mehr geblockt, weil es einfach zu spät war. Es war einfach viel zu spät. Ja, ich wollte dann auch nach Hause gehen. Jetzt bin ich zu Hause, habe mal noch mal was getrunken, weil war auch irgendwann alles leer, was ich bei hatte. Und ja, das letzte Match ging ja auch verloren. Ich bin da so 5-3 rausgegangen, weil, Kamera gerade ausgegangen, so, jetzt geht's weiter. 5-3 rausgegangen, weil ich auf einen Stun-Leg getroffen bin und das ganz schön lange gedauert hat. Ich habe das erste relativ zügig abgegeben, weil ich wusste, das spiele ich nicht durch. Zweites habe ich dann gewonnen. Hat aber ewig gedauert, weil mein Gegner, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen unsicher war, aber er hat sehr langsam gespielt und es hat halt viel Zeit gekostet. Dadurch hat das zweite Duell ging dann fast 30 Minuten, sodass wir dann fürs letzte richtig wenig Zeit hatten. Er ging natürlich first, hat nur Teil der Toten gelegt und Inspector Border. Ich hatte da ja nichts. Ich habe da ja nichts gehabt. Also ich hätte natürlich was machen können, musste dafür aber spezial beschwören. Geht halt nicht, wenn Inspector Border liegt. Also ja, also ich brauche halt den Effekt von Shibin, kann ich nicht aktivieren. Ja, war also ein bisschen blöd. So, dass ich das leider auch verloren habe und ja, dadurch 5-3 gegangen bin. Aber jetzt bin ich zu Hause und genieße jetzt noch die letzten Minuten. Werde mich jetzt wahrscheinlich gleich mal hinlegen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Vlog fandet. Wollt ihr gerne öfter sowas sehen? Dann kann ich das gerne mal machen, auch wenn ich auf Local bin. Also ich glaube, ich habe schon Bock darauf. Sicherlich gibt es hier da und da, was ich verändern kann. Werde ich auch machen. Also dieses Vloggen muss man auch ein bisschen üben, muss ich ganz ehrlich sein. Fällt mir nicht so einfach, einfach mal so drauf Lust zu quatschen, wenn man draußen unterwegs ist. Aber an sich macht das schon echt Laune. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne liken und abonnieren. Würde mich riesig freuen. Ansonsten bin ich jetzt raus. Macht's gut, haut rein. Ciao.